Herr Kast, Sie sind Kurator hier der Ausstellung zu Karl-Heinz Jahnke, einem Weltraumfantasten. Was hat Sie dazu gebracht, dieses Thema aufzugreifen und hier zu präsentieren? Ja, Ulm feiert in diesem Jahr das 200-jährige Jubiläum des Flugs des Schneiders von Ulm, der versucht hat, mit einem selbstgebauten Flugapparat über die Donau zu fliegen, damals abgestürzt ist, wurde verspottet seinerzeit. Inzwischen hat man erkannt, dass die Ideen des Schneiders von Ulm doch nicht so falsch waren. Gilt als einer der Flugpioniere. Und wir haben diese Ausstellung mit Arbeiten von Karl-Heinz Jahnke, der ja auch Flugmodelle entwickelt hat und Raumschiffe, nach Ulm geholt, um zu zeigen, wie nahe Genie und Wahnsinn zusammenliegen. Und auf welcher Seite ist Herr Jahnke anzusiedeln? Es ist etwas schwierig zu sagen. Also Karl-Heinz Jahnke hat tatsächlich in den 30er Jahren für zwei seiner Erfindungen Patente gekriegt. Das eine Vorläuferversion des heutigen GPS, wie wir es im Auto haben. Seine späteren Flugideen, die sind zwar toll anzuschauen, aber nicht realisierbar. Also Elektrizität aus Luft zu gewinnen und davon Flugzeuge anzutreiben, wäre schön, wenn es funktionieren würde. Jeder Autofahrer wäre froh, wenn er nicht mehr tanken müsste, aber es funktioniert einfach nicht. Er spricht auch häufig von der deutschen Atomenergie. Was muss man darunter verstehen oder was hat er sich darunter vorgestellt? Ja, er unterscheidet das gute deutsche Atom gegenüber dem schlechten russischen Atom. Also Atom kann man nicht mit dem gleichsetzen, was wir heute unter Atomkraft verstehen, sondern es ist einfach diese Idee von ihm, dass mittels Magnetismus aus der Luft Energie gewonnen werden kann und dadurch Flugzeuge, Autos, Raumschiffe angetrieben werden können und so billig Energie erzeugt werden kann. Herr Jahnke war ab 1950 Insasse der Psychiatrie in der DDR. Ist das aus Ihrer Sicht gerechtfertigt mit Blick auf seine Erfindertätigkeit? Ist etwas schwierig zu beurteilen. Heutzutage würde so jemand nicht mehr in die Psychiatrie gesperrt, der würde heute in eine betreute Wohngruppe gesteckt und könnte dort mit anderen geistig Behinderten leben. Die Krankheit, die bei ihm diagnostiziert wurde, die ist auch aus heutiger Sicht realistisch. Eben wurde paranoide Schizophrenie wurde festgestellt mit dem Symptom wahnhaftes Erfinden. Wie gesagt, heute würde der als harmloser Spinner durchgehen, damals in DDR-Zeiten, auch weil er natürlich ein bisschen sich abgesondert hat, sein eigenes Leben gelebt hat, ein bisschen auch verwahrlost ist, wurde er eben in die Psychiatrie gesperrt und damals ist man einfach noch nicht so offen mit solchen Erkrankungen umgegangen, wie man es heute tut. Wenn man sich seine Konstruktionszeichnungen anschaut, fällt einem ja auf, wie ungemein sorgfältig die ausgearbeitet sind. Auf den ersten Blick sehen sie wirklich aus wie aus einem Ingenieursbüro. Können Sie den Zeichnungen jetzt über Ihren unterhaltsamen oder anekdotischen Wert auch etwas abgewinnen aus technischer Sicht? Sie sind halt einfach technisch perfekt gemacht. Man kann nichts hinzufügen, man kann nichts wegnehmen. Man merkt, dass Karl-Heinz Jahnke eben doch eine Ausbildung in der Richtung hatte. Er hat die Technische Universität in Berlin, hat Gastkurse besucht, hat als Beruf in den 30er Jahren Erfinder angegeben. Also es ist schon eine Basis da auf dieser Zeichnung, die einfach zeigen, dass es nicht bloß Spinnerei ist, sondern dass es tolle, technisch sauber ausgeführte Zeichnungen sind. War Herr Jahnke vielleicht doch eher Künstler als Wissenschaftler oder Ingenieur und würde er mit seinem Ansatz vielleicht heute im Kunstbetrieb reüssieren? Er selber hat sich sicher nicht als Künstler verstanden. Man muss davon ausgehen, er war Erfinder, er wollte seine Erfindungen der Menschheit nahebringen. Er hatte auch diesen Ansatz dazu, der Menschheit was Positives mit seinen Erfindungen vermitteln zu wollen. Heute sieht man es vielleicht eher als Kunst an, aber Karl-Heinz Jahnke selber hat sich nicht als Künstler verstanden und wollte wahrscheinlich auch nicht als Künstler verstanden werden, sondern als Erfinder. Herr Kast, wir danken Ihnen für das Gespräch. Danke ebenfalls.